Hi Leute, da sind wir wieder bei Dark Souls. Wir haben Zwing Humanity am Start. Werden uns natürlich erstmal standardmäßig zum Menschen machen. Und die zweite standardmäßige Sache ist Menschlichkeit und Entfachen-Gedöns. Ching! Ich muss nochmal gucken, was braucht man hierfür? Keine Menschlichkeit. Okay, man bräuchte Menschlichkeit, um es nochmal zu entfachen. Gegenstände. Wir versuchen es einfach mal. Achso, ja. Menschlichkeit. Einmal bitte. Ah, da reicht ja bestimmt nicht einmal Menschlichkeit, oder? Sagt er gleich. Oh ja, nicht noch Menschlichkeit. Achso, doch. Okay. Wow, wie geil. Na, dann werden wir das ja jetzt so bei jedem Lagerfeuer machen. Da haben wir 15 Estus. Das ist ja voll geil. Das mag ich. Was ich allerdings nicht mag, ist. Obwohl, nee, wir sind hier irgendwo runtergerutscht. Ich wollte gerade sagen, sonst wären hier schon wieder zwei von den Brockentypen. So, hier gucke ich mal auf die Schilder. Lügner. Zufluchtsort. Aha. Invasion. I kill Sunbro. Oh oh. Ich will doch keine Invasion haben. Oh, du bist da arschig. Und zack. Oh, das könnten Gegner sein, den wir vielleicht sogar kriegen. Okay, cool. Okay. Wir haben den Typen gekillt. Wie viel Seelen hatte der? 15.000. Naja, gut. Menschlichkeit erhalten. Ja, lol. Ja, lol. Ich hab gerade einen Invader getötet. Ja, lol. Das war ja geil. Das war ja richtig geil. Tja, man sollte sich nicht mit mir anlegen, ne? Viel Erfolg. Aha. Aha. Sag meine Körle, Viech. Aber ich hab ein bisschen Schiss davor. Okay, ist ja in Ordnung. Geh mit dir ab. Kackviech, Kackviech. Aua. Aua. Uiuiui. Okay. Vor dem muss man sich vielleicht ein bisschen fernhalten. Mal gucken, was hier abgeht. Aha. Und da kommt das. Da haben wir noch so ein Kackhut. Ja, nice. Das lief ja relativ gut, wa? Das lief ja relativ gut. Das war irgendwie gemein. Alter, wir haben Invader getötet, Leute. Ja, so macht man das. Obwohl er mich gut gehauen hat, hatten wir doch genug Leben. Um ihn wegzumachen. Hat mich gefreut. So, hier, Hund. Komm mal her. Bist du Drecksau, weißt du das? Zwei Schlägen bist du tot. Du kannst da. Mit ein bisschen Glück, wenn ich dann richtig zuschlage und du nicht. Einfach mal hier hin. Ich hoffe, dass jetzt der komische Ritter kommt. Oh, da ist ja auch noch einer. Ja. Jetzt hört es sich sehr ritterlich an. Irgendwas kommt auf uns zu. Ich habe nur keine Ahnung, was. Weil ich halt einen Arsch voll sehe.
Okay. Das war okay. Das war sehr okay. Das war nicht so okay. Mhm. Halt ruhig an. Ist okay. Macht das. Lob an dich. Scheiß Vieh, ey. Okay, dann holt mir jetzt erstmal den Hund hier. Mhm. Nette Tierchen. Aua. Okay. Aua. Okay. Ach, ich wollte nicht nochmal zuschlagen. Oh, ich hab's da durchgekillt. Okay, dann wollte ich nochmal zuschlagen. War definitiv nicht so geplant, aber wenn es geklappt hat, ne? Nimmt man es halt mit. Weg mit dir. Oh, der Pfeil tut gut. Tut gut viel Schaden machen. Ah! Hi! Dich habe ich gar nicht gesehen. Ist aber auch scheiße, wa? Steht hier. Versuch's mit Springen. Nee. Ich meine, auch wenn das vielleicht ein netter weiter Tipp ist. Nee. Ich spring doch nicht irgendwo in den Abgrund, ohne zu wissen, wo es hier lang geht. Okay, 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 okay. Dann jetzt wo weiter? Vielleicht sollte ich es da wirklich mit Springen versuchen? Wieder so ein Hundeviech. Ich weiß noch nicht, wo der herkommt. Der kann aber nicht runterspringen, oder? Ich versuch's. Alter. Okay. Was seht ihr denn? Warum tanzt ihr so scheiße? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ihr seid nicht nett zu mir. Ist ja in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ihr seid nicht nett zu mir. Muss ich's nochmal sagen? Oh, oh, fuck, 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 fuck. Trink doch was, trink doch was, trink doch was, trink doch was, bevor du aufs Maul kriegst. Okay. Nicht cool. Aha. Ja. Yep. Und fertig. Wow. Ease. Weißer Brocken. So, und hier sind wir jetzt gerade runtergesprungen. Richtig, richtig. Dann jetzt hier wohl auch irgendwie weiter, nur wir kommen da nicht hin. Ich meine, ich habe gerade irgendwas rollen gesehen. Kann nur überhaupt nicht deuten, von wo das kam. Da unten kommt man wohl auch hin. Ah. Warte mal, wir hatten doch hier irgend so ein Ding, was man runterfallen lassen kann. Wir hatten doch so ein Ding, was man da runterfallen lassen kann. Vielleicht auch nicht. Ja, wir haben Glut, wir haben Seele, wir haben Sachen, wir haben Zeug. Wir hatten doch irgend so ein Ding, wo stand, ja, das Ding kann dafür benutzt werden und doch um zu gucken, wie tief irgendwas ist. Richtig, richtig. Aber ich sehe hier nichts. Naja, nee. Die Seelen werden es auch nicht sein. Jetzt sind wir wieder hier unten. Ah. Ja, und wo geht's jetzt weiter für mich? Komme ich da rüber? Das ist eine super dumme Idee, wa? Oh, hallo. Okay, okay.
Oh, Hund. Hi, Hund. Ja. So dachte ich mir das fast. Sehr schön. Hier jetzt nach oben. Und hier würde nach unten gehen. Es ist halt wirklich stockdunkel, ne? Weißer Brocken. Oh, hier sind zwei von den Viechern. Mhm, komm mal her. Okay, und weg. Aua, aua. Fuck. Trink einen Schluck. Bevor er haut. Okay. Ich bin schneller. Hui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 , die Viecher da. Die sind echt nicht geil. Haben wir. Noch einer. Es ist aber genug wahr. So. Den haben wir auch zerhackt. Okay. Hier ist dann auch nichts mehr. Dann gucken wir hier weiter. Hier geht's lang. Keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber auf jeden Fall geht's hier lang, ja. Nonne Seele geplündert. Nee, hier geht's nicht mehr lang. Dann nehmen wir hier runter. Und hier ist eine Leiter. Ich hab das Gefühl, ich muss die Leiter nehmen. Gefällt mir das, dass hier schon tote Viecher liegen? Irgendwie nicht so. Mein Jut, wenn sie tot bleiben, coole Sache. Aber davon geht irgendwie nicht aus. Ein Lagerfeuer wäre nett. Also so richtig nett. Okay, ich muss parieren. Warum muss ich parieren? Was erwartet mich hier? Ich gehe erst die andere Richtung lang. Ich weiß auch hundertprozentig, dass wenn wir hier jetzt sterben, ich nie wieder zurückfinde. Und mit nie wieder meine ich nie wieder. Okay, hier brauche ich parieren. Kommt jetzt irgendwas von oben? Wald. Ja, also soweit ist richtig. Das ist ein Wald. Aber da runterspringen hatte ich jetzt nicht vor, weil ich so ein Waldfreund bin. Gut, dann geht's wohl in die Richtung hier. Auch wenn es ein bisschen unheimlich ist. Hi! Okay, brauche ich deswegen parieren? Möglich, wa? Ich meine, wir machen gut Schaden. Wir machen wirklich gut Schaden. Und bevor die was machen können, sind sie schon tot. Wollte ich gerade sagen. Kommen die auch unter mir wieder raus? Ist das eine Möglichkeit? Fuck! Okay, ist ja cool, ist ja cool, ist ja cool. Ich merke schon, ihr seid scheiße zu mir. Trinken. Schnell trinken. Trinken. Schnell trinken. Okay, der ist weg. Sehr schön. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 haben wir. Den Spacki, den klatschen wir ja auch weg hier. Wie nischt. Okay, okay, vielleicht klatscht er uns auch weg wie nischt. Wow. So.
Scheißschweine. Ja, ich bin ein bisschen paranoid. Was seid ihr denn? Wow! Okay. Ihr könnt mich also mit Zaubern wegschießen. Kommen da jetzt Babys? Das ist ja eklig. Also Babys sind nicht eklig, aber Babyskelette sind ja doch schon irgendwie eklig. Ich glaube, da müssen wir aber so weit von auf Angriffskurs gehen. Okay, der ist weg. Tut mir leid, kleines Baby. Wollte gerade sagen, ich habe ja ein bisschen Angst, dass hier gleich Hunderte davon kommen. Zack, kommen Hunderte davon. Oh, Humanity? Ja, cool. Oha. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss euch erstmal wegbrezeln, bevor ich den Rest nehme. Okay, cool. Trink mir einen Schluck. Weg mit dir. Weg mit euch. Ich muss wubbeln. Hi, tschüss. Ach, ihr kleinen Babys. Ihr seid irgendwie niedlich, aber irgendwie auch nicht. Boom. Aua. Ach, da oben sind auch noch welche. Ist ja fies. So, ihr seid weg. Gott sei Dank. Dann bist du noch am Start. Du bist auch weg. Mein Kumpel. Du auch. Jetzt hat sie das hoffentlich geschissen mit den Babys. Wenn nicht, werde ich das wahrscheinlich gleich sehen. Alter. Okay. Dann wollen wir nochmal hier durchgucken, ne? Paar Babys sind immer noch da. Aber vielleicht bleiben die jetzt auch da, wo sie sind. Man weiß es ja nicht. Falls nicht, bevor man es ausgetestet hat. Da kommen noch mehr Babys. Okay, ich finde die Gegend hier nicht so toll. Weil ich konsequent Gänsehaut kriege bei den Scheißviechern. Nehmen wir da einfach durch die Nebelwand und sind weg. Ah. Ne, hier wollen wir nicht runter. Wir gehen durch die Nebelwand. Und du brauchst Götterkraft. Okay, keine Ahnung, was Götterkraft ist. Pass auf Tod. Aha. Ich nehme mal eine Estus. Hört schon. Was haben wir hier denn? Schicket. Oh. Hätte ich mal jetzt eine Estus genommen. Das heißt, egal was jetzt gleich passiert, wir haben noch 4 Estus. Also gerade haben wir 5, aber wir müssen jetzt noch einen Schluck nehmen. Mhm. Ich kaufe einfach das Beste. Also einen Schluck nehmen. Und da ist wohl der Gegner. Oh oh. Okay, cool. Also Skelette sind wohl am Start, so wie es aussieht. Oha! Okay, ich habe keinen Plan, was du kannst. Aber ich gehe mal davon aus, kann ich nicht von hinten angreifen? Aua. Cool, sehr cool, sehr, sehr cool. Oh, dass der auch noch große Skelette beschwört, Alter. Ich glaub's ja nicht. Fuck off, Alter. Fuck off, Bitches. What the fuck? Okay, was soll ich denn mit euch machen? Tot. Ich hab an der Ecke festgehangen. Da konnte ich gerade nichts tun. Gut, wie komme ich denn wieder zu dem Typen hin, ey? Von hier aus vor allem. Und hier ist auch noch die komische Hölle. Das ist ja komplett am anderen Ende. Beim nächsten Mal können wir die komischen Babyviecher ja auch irgendwie weglassen. Würde ich sagen. So.
Wollen wir jetzt eher schnell hier durch oder machen wir trotzdem irgendwie langsam? Ich meine, 15 Estus haben wir. 15 Estus sind irgendwie ganz gut. Auch wenn wir jetzt bloß noch 14 haben. Hier war das mit den vielen Hunden, richtig? Wo ging es denn hier weiter? Da hieß es hier hinten, versuch's mit Springen. Darum versuchen wir es hier mit Springen. Perfekt. Wir lassen die einfach mal in Frieden. Aber hier die Viecher und hier sind wir Sprung. Das war auch eine gute Idee. Dann sind wir hier, glaube ich, hochgegangen, was irgendwie, glaube ich, keinen Sinn gemacht hat. Ich versuche jetzt einfach mal einen schnellen Weg zu finden, wo lang auch immer. Vielleicht ist er der Richtige. Aber da wir hier noch nicht waren. Oh. Dass hier irgendwas anderes ist. Oh. Das ist natürlich nicht so geil. Du kannst mal hier weggehen hier. Such dir Freunde oder so. Solange wir keinen großartigen Schaden kriegen, ist noch alles im Rahmen. Oh, hallo. Hier du. Oh, du bist auch im Rahmen. Ah. Okay, hier ist wieder Versuchs mit Springen. Wir hätten ja nicht springen müssen, wenn man hier unten hochlangen kann. Das ist nur zu wissen. Und hier in die Richtung wollen wir. Richtig? Richtig. Will ich irgendwie von der Seite erwischen, mein Junge? Dann mit zwei Schlägen einfach wegschicken. Ah, hier bin ich, glaube ich, gerade hergekommen. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus. Bin ich sonst noch irgendwo runtergesprungen? Eigentlich nicht, oder? Aber hier ist der Versuch mit Springort, glaube ich. Das ist wieder die komplett andere Richtung. Das ist jetzt das, wo wir gerade waren. Richtig? Genau, hier haben wir den Typen weggeklatscht. Ey, wenn man jetzt noch wüsste, wie man wieder zu dem Boss kommt. Bei Club so an sich haben wir eigentlich eine gute Chance, wenn wir ihn so schnell wie möglich angreifen. Jetzt so schnell wie möglich, meine ich halt wirklich so schnell wie möglich. Hier. Nie im Leben. Dann mal hier. Brauchst Weg. Ja. Richtig, ich brauche einen Weg. Aber den finde ich nicht. Weil es Zufall war, dass ich hier irgendwie runtergekommen bin. Das war okay. Ah ja. Ja, genau. Ja, war ja klar. Ja, schön. Schön gemacht, du scheiß Hundeviech. Mag dich nicht. Na, komm mal her. Der war gerade wieder so knapp. Warum hast du den abvisiert, du Arsch? Hier. Weg mit dir. Puh. Hier war noch ein dritter. Okay. Der hat sich selbst verabschiedet. Danke dafür. Ja. Und. Ja, nee, hier nicht. Aber hier geht's weiter runter. Hier war die Leiter, genau. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Immer noch nicht. Ich finde es gut, dass ich es geschafft habe. Aber ich werde es nicht gut finden, dass ich gleich sowieso wieder sterben werde. Aber bloß, weil der Boss scheiße ist. Aber der Boss ist bestimmt voll cool, aber die Ads sind scheiße. Und Funkeltitan, die Typ. Mit dem Schlag? Mit dem Schlag. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, hier wieder aufpassen. Hier kommen die Viecher. Und weiter geht's. Hier kommt der nächste Viech. Perfekt, den haben wir. Sieg nach Grabenfürst Dina. Hä? Was auch immer er mir damit sagen will, ich weiß es nicht. So, da haben wir zwei von den Typen. Der eine schießt zum Glück bloß mit Pfeilen. Das ist noch das, mit dem man klarkommen kann. Der zweite ist eher kacke. Na komm. Aua. Das hätte ja nicht sein müssen, wa? Nehmen nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Ach, weißt du, lass mich nicht mal Geist sein oder was auch immer das ist. Kann mich mal. So, natürlich sind die Typen auch wieder da. Das ist genau das, was ich wollte. Oh, hi. Wollte nicht runterfallen. Wow, geil, mein. So, wir lassen die Jungs sowas von in Ruhe. Weil sie mit krass egal sind. Also, mit krass egal meine ich wirklich egal. Schreiten jetzt durch die Nebelwand. Kriegen nämlich keinen Schaden. So. Nehmen wir noch eine Estus? Ne, wir fallen erst runter und dann nehmen wir eine Estus. Oh, das hätte uns ja fast gekillt. Na komm, trink einen Schluck. Dankeschön. Ja, ihr seid soweit cool. Hi Typ. Ja, dachte ich mir, dass du mit dem Schwert zuschlagen willst. Okay. Jetzt macht er gleich seine Arschloch-Explosion. Jetzt kann ich gleich nochmal hin. Oh oh. Ah, da spießt er mich natürlich ein bisschen auf. Weil mir auch hier in den Strich geht. Ja, macht ruhig. Trinken. Arschloch-Explosion. Danke. Spießt mich wieder auf. Mhm. Okay, ich muss das Ganze anders angehen. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Wie klatsche ich den am besten um? Soll ich mich immer menschlich machen? Ich hab natürlich, wenn ich mich menschlich mache, werde ich natürlich invaded, ja. Aber vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass wir da irgendwie einen Partner hinkriegen. Achso. Ne, hier, guck mal da. Den wollen wir. Ching. So. Hoch mit dir. Vielleicht finde ich ja jetzt auch langsam einen Weg, wie ich da hinkomme. Also besser als gerade eben. Hi, Hund. Danke, Hund. So, dann gehen wir hier runter. Aua, das war dumm. Das war auch dumm. Ist ja in Ordnung. Du magst mich nicht. Du magst mich nicht. Du magst mich nicht. Ich mag mich grad auch nicht. Das tut sehr weh. Ich habe einen Pfeil im Rücken. Verdammte Scheiße. Ach, dreckig. Schon wieder falschen Weg gegangen. Da ist ein Lagerfeuer. Ist da ein Lagerfeuer? Das ist irgendeine Brandbombe unten. Natürlich super cool, wenn wir hier noch irgendwas hätten, was noch tiefer geht. Also wir müssen auf jeden Fall tiefer, das wissen wir ja. Gehen jetzt einfach mal hier runter. Von hier aus müsstet ihr noch weiter tiefer gehen. Genau, hier sind wir wieder bei den drei Hunden. Okay. 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 Ja, cool. Tot. Fickt euch. K.
hasse euch. Also hier können wir wirklich nicht einfach so durchschlendern. Das geht einfach nicht. Also nochmal menschlich machen, denn wenn wir halt invaded werden, dann ist es so. Dann hoffen wir einfach, dass der irgendwo runterfällt oder so. Das ist jetzt wirklich die einzige Hoffnung, die ich habe. Menschlich werden. Tsching. Aber wir haben den komischen Boss nicht wirklich viel Schaden gemacht, ne? Also hätten wir länger angreifen können, bestimmt. Aber viel war trotzdem nicht. Hier müssen wir lang. Ja. Alles klar, Hund. Fick dich! Ich habe ja nicht auf Zuschlagen gedrückt, aber gut. Wir haben anscheinend zugeschlagen. Und haben wir überlebt. Von daher alles cool. Ach, komm schon. Oh, natürlich werden wir invaded jetzt hier, blöde Kacke. Musste ja sein. Okay, uns trifft der Pfeil hier. Nicht cool. Was da, wir gehen einfach weiter. Gehen einfach kackenfrisch weiter. Komm mal her. Ah. Stirb. Hund. Gehst du? Ach komm, das war gemein. Da ist ein Viech, was mit mir kämpfen will. Könnte gerne nach hier oben verzischen. Trink mal einen Schluck. Hat mich während der Geste angegriffen. Das fand ich fies. Das fand ich sehr fies. Aua. Blutverlust. Perfekt. Und er kickt mich runter. Ach, fick dich doch. Ich hab da keine Chance gegen drei. Du Hurensohn. Wie ich einfach nichts machen konnte. Nix. Weißt du, ich mach hier schön eine scheiß Geste und der killt mich einfach. Das einzige Gute ist, der hatte keinerlei Seelen von mir zu erwarten. Wir werden jetzt auch einmal doch ein paar Seelen opfern, um uns zu reparieren. 3000 Seelen dürften hoffentlich reichen. Ausrüstung reparieren. Uchigatana. Und das Schild. Hat er uns einfach vergiftet, ey. Glaub's ja nicht. So, und die Made. Aber immer noch 2800. Ist er schick? Ach, ich bin noch nicht menschlich. Leute, das wird genau mein Gebiet, ey. Liebe ich ja jetzt schon. Hier invaded zu werden, ist richtig arschlochmäßig. Da nicht geschafft, mit dem irgendwas zu tun. Soll ich mich einfach jetzt so wirklich langsam und konzentriert auf den Weg machen? Also ich meine, ja, langsam und konzentriert ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber halt so, dass ich ihr Monster einzeln kille. Und wenn ein Invader kommt, na dann hauen wir den um.
Aber ich glaube, hier ist auch keiner von den Schweinen dafür da, ordentlich zu kämpfen. Ja. Schön gemacht, Jungchen. Nicht cool. Nicht cool. Ich sag's dir gerne nochmal. Nicht cool. Okay, ich bin weg. Ich trinke einen Schluck. Und natürlich haut er mir was in den Rücken. Weg. Kackvieh. Ah, ist das aufregend, du. Also eigentlich eher nervig statt aufregend, aber boah, ist das aufregend. Na komm, hauen wir den erst weg. Der liebt uns ja. Wie er uns liebt. Oh, nein! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin dumm. Yep, wir verballern nochmal Menschlichkeit. Wir haben ja noch. Nein, wir drücken nicht auf Abbrechen, sondern auf Okay. Wir werden uns nochmal menschlich machen. Gott, die Viecher hasse ich aber echt. Komm hoch. Keine Zeit zu verlieren. Wir sind Leute abschlachten. Diese dreckigen Kackhunde. Hi. Eins, zwei, tot. Arschviech. Hier nehmen wir zuerst den Kollegen. Mhm. Nett bist du also. Ja, den habe ich erwischt. Und nochmal erwischt. Natürlich hat der mich auch erwischt. Ich hasse euch alle. So. Lieber Kollege von... Oh. Ich dachte eigentlich, du bist der Typ, der Hund spielt. Da ist er. Nee, so nicht, mein Freund. Falscher Weg. Hier sind, glaube ich, die 3000 Hunde. Irgendwo. Ja, natürlich, mach doch weiter so. Wie voll geil. Alter. Hund. Trinken. Boah, der hat mich ja beinahe gekillt, du. Beinahe wäre zu spät gewesen. Okay. Hey, dass man so viel Probleme haben kann mit EMV. Dankeschön. Hi. Dankeschön. Okay, da wuggelt eine Hand. Oder eine Pfote. Ich weiß es nicht. Soll man es wieder mit Springen versuchen? Nein, danke. Dann jetzt wieder hier nach unten, richtig? Ich habe keine Ahnung. Kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Erster Hund. Komm mit. Lassie. Bist du überhaupt ein Hund? Ich gehe einfach stark davon aus, dass du ein Hund bist. So, den haben wir. Zweiter Hund. Komm mal mit, Lassie. Nenne ich einfach Lassie 2. Schöner Name, oder?
Hab ich jetzt selber ausgedacht. Zack. Perfekt. Vielleicht ist das jetzt meine Taktik. SI3. Komm mal her. Zack. Weg ist SI3. Dann jetzt hier irgendwo wieder nach unten. Vielleicht kann ich die Lassies auch einfach in Ruhe lassen und dann. Doch, hier kann man runter. Wollte gerade schon ein bisschen schreien. Dann lasse ich die Lassies einfach Lassies sein. Hier ist die Leiter, genau. Ist das anstrengend. Also, das ist wirklich anstrengend. Aber wer soll mir hier als NPC-Hilfe noch dienen? Solaire ist tot. Den habe ich kalt gemacht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas noch kommt. Ich weiß nicht, was mir helfen könnte. So, weg mit dir. Und ebenso weg mit dir. Das war noch die leichte Sache. Hier verschwindet der Typ. Hier können wir mal kurz weg. Und dann können wir mal über uns um die hier. Und weg. Alter. Okay, trink einen Schluck und krieg einen Pfeil in den Rücken. Ach, war doch klar. Mhm. Weg mit dir. Da kommen die Mini-Babys wieder. Schöne Sache, ihr Mini-Babys, schöne Sache. Wenn ihr mir ein bisschen leid tut, ihr seid schon irgendwie cool. So, weg mit euch. Ich muss hier hoch. Aber dringendst. Und zack, weg muss hier weiter. Dich mache ich auch platt, weil ich es kann. Aua. So, und dich piege ich irgendwie gleich runter. Und bupp. So. Soweit, so gut. Aber hier ist jetzt leider nichts, was uns helfen würde, oder? So Kinder, der sagt, jo, kein Problem, ich helfe dir. Guck mal her. Scheiße. Dann versuchen wir eben erneut durch den Nebel. Wie auch immer ich den platt machen soll. Ums, erstmal fett Schaden gekriegt. So, trinken. Ja, natürlich. Was bist du für ein Drecksviech? Nicht mal eine Sache richtig gemacht, wisst ihr? Dann kommt der mir schon so. So. Aua. Trinken. Schnell. Danke. Feuerlöt kannst du mal machen, Bruder. Also dein Egraste mal eben komplett aus. Genau das meine ich. Das wird mir jetzt gerade halt helfen. Okay, vielleicht auch nicht. Ich kann einen Schluck trinken, ohne dass ich aufs Maul kriege. Okay. Okay. Cool. Okay. Gut. Das ist schon okay, aber nicht gut. Aber Alles klar. Alles klar, unschön.
Trink, 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 trink. Fuck. Trink schneller, trink schneller, trink. Oh, das sah gut aus. Das sah fucking gut aus. Gut, wir wissen, Humanity brauchen wir nicht. Es hilft keiner. Dann scheiß drauf. Dann machen wir jetzt einen Shortcut dahin. Keine Ahnung, wie wir da einen Shortcut hinmachen wollen, aber wir machen es. Versuche jetzt an dem Hund vorbei zu springen. Ja, das hat ja schon mal so geklappt. Der Hund kann mir ja nicht überall hinfolgen. Kann er schon? Wir wissen es. Wir müssen hier runter. Dann jetzt hier direkt weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's überhaupt nicht weiter. Mhm. Weil das ist jetzt wirklich eine super dumme Taktik, aber wir versuchen es. Power. Okay, cool. Keine Ahnung, wo ich bin. Cool. 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 Ja. Ja. Ja, nee. Hier lang. Okay. Okay. Also bis hier ist gut. Wir kriegen es hin. Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe jetzt einen schnellen Weg gefunden. Wurden zwar eben so reingegriffen, aber das ist ja bis jetzt kein Problem. Wir kriegen Nito, Leute. Wir kriegen den. Das, was er gerade mit uns gemacht hat, sah eigentlich ganz gut aus. Ich sag extra nicht, was wir mit ihm gemacht haben, weil er hat uns halt doch schon ordentlich den Arsch gerissen. Wobei, hätten wir den letzten Trink jetzt noch gekriegt, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Jupp. Schuss und so. Ach, leck mich. So. Schönen Tag noch. Jupp. So sieht's aus bei euch. Hier habe ich Zeit, einen Trink zu trinken. Ja, ich sag Trink. Mhm. Cool. Da sind wir, da wollen wir hin. Dass die aber auch sofort wissen, wo ich bin, war schon ziemlich mies von denen. Gehen wir hier durch und Nebelwand bitte, danke. Für den Boss umklatschen. Christus Neue. Zack. So. Overbreaken. Trinken. Ja, wir warten jetzt natürlich erstmal, bis die hier da sind. Oh, lass uns erstmal ein bisschen aufschlitzen von dem. Macht Spaß. Richtig Bock drauf. Ach, Nito. Fernangriffe sind kacke. Müsstest du doch wissen. Aber hallo. Habe ich schon erwähnt, dass Fernangriffe kacke sind? Trink, 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 trink. Danke. Danke. Tod. Trinken. Okay, jetzt aber. Okay. Soweit, so gut. Setzt du dich jetzt hin und machst deinen Schwubbel? Er macht seinen Schwubbel. Mhm. Oh oh, macht seinen nächsten Schwurbel. Cool, 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 cool. Ist hierhin gut. Er macht seinen nächsten Schwurbel. Okay. Cool. Okay, cool. Danke für die konstruktive Kritik, Jungs. Oh. Den hat er verdient. Nicht übermütig werden, Philipp. Nicht übermütig werden. Trinken. Perfekt. Schön, schön, schön. Ich hab besiegt.
Ich hab besiegt. Ich hab besiegt. Boah, Herzrasen des Todes. Fürstenseele. Sehr schön. Was ein Arsch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn sehr. Da haben wir 60.000 Seelen zurückgekriegt. Ah, 93.000 haben wir. Aufsteigen. Ich würde sagen, wir verbessern unsere Kondition. Jetzt haben wir ja Vitalität genauso weit. Verbessern die Kondition auf 40, wenn wir es soweit haben. Alter. Wir nehmen natürlich noch zweimal, dreimal Humanity. Benutzen. Dreimal. Immer um uns menschlich zu machen. Zweimal um das Feuer zu kindeln. Einfach weil wir das können. Alter, Leute, Herzklopfen. Ich sag's ja, Herzklopfen. Uiuiuiuiui. Das war gut. Das war gut. Wir haben es alleine geschafft. Ohne irgendwelchen Arsch, der uns geholfen hätte. Einfach alleine. Zing. Plus 15. So, dann gucken wir uns hier mal um. Hat er vielleicht noch was Cooles? Liegt hier vielleicht noch irgendwas rum? Irgendwas, was man brauchen könnte. Klopft zwar irgendwie nicht. Aber es wäre schön. Nö. So an sich ist hier nichts. Sind hier reingefallen und haben den Typen platt gemacht. Gut, dann können wir uns teleportieren. Katakomben der Giganten. Yeah. Nee, danke. Da muss ich auch nicht mehr hin. Ariamis nicht. Meine Untoten, wir könnten den besuchen, brauchen wir aber auch nicht. So an sich würde es eigentlich Sinn machen, wenn wir nach Anor-Londo flutschen, richtig? Richtig, weil dann könnten wir in die Archive und in den Archiven könnten wir dann da noch den komischen Drachen besiegen. Und von da aus muss ich selber erstmal gucken, wie wir dann weitermachen. Das weiß ich gerade nicht. Ne, wisst ihr, wir machen erstmal Feuerbrand schreien. Und dann mache ich eine kurze Pause. Das hat mich sehr gestresst. Boah. Holy Scheiße. Setzen wir uns hier erstmal hin. Freuen uns unser Leben. Das sind wir. Wir sind der Typ, der Nito geklatscht hat. Wir können hier gerne Havels Helm wieder anziehen. Sieht man unsere Fresse nicht mehr so dolle. Boah. Muss ich nochmal gucken, Leute. Was es überhaupt noch für Bosse gibt, die wir klatschen könnten. Weil, wie gesagt, der Club jetzt sind bloß noch die Archive. Mehr würde mir nicht einfallen. Dann wäre halt, glaube ich, noch der DLC-Döns, wo ich auch nicht weiß, wo das ist. Und dann der Endboss. Gut, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und dann ciao. Sky falling.